In dem heutigen Video geht es darum, wie funktioniert eigentlich ein Hauskauf und die dazugehörige Immobilienfinanzierung. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen. Und ich habe mich jetzt gerade eben mal auf meinem Kanal umgeschaut. Es sind mittlerweile über 78, 79 Videos online. Und ich habe mal geschaut, gibt es denn so einen roten Faden, so einen pragmatischen roten Faden für Verbraucher? Wie funktioniert denn überhaupt so eine Immobilienfinanzierung und ein Hauskauf? Ja, dass man überhaupt sich vorstellen kann, was kommt denn da überhaupt auf uns zu? Weil ein Immobilienkauf ist nicht so, wie wenn wir in den Supermarkt gehen und Wurst und Käse kaufen natürlich. Und deswegen habe ich dieses heutige Video mal erstellt und ich verweise im Laufe des Videos auch immer wieder auf andere Videos, wo ich dann näher auf die einzelnen Themen eingehen werde. Und auf eine Playlist möchte ich euch direkt mal zu Beginn verweisen, nämlich die Playlist Immobilienfinanzierung Basics, weil in dieser Playlist habe ich schon 28 Videos veröffentlicht, wo es halt um Basics zu dem Thema Baufinanzierung geht. Schaut euch einfach mal da um, was für euch dabei ist, wie viel kostet eine Beratung, beziehungsweise das Märchen von der kostenlosen Beratung. Ganz viele Themen, ganz einfach erklärt und zusammengefasst. Schaut einfach mal in die Playlist rein. Und jetzt lasst uns einsteigen ins Thema. Punkt Nummer 1 ist, Der erste Weg sollte zu einer Bank, zu einem Finanzierungsberater, zu einem Finanzberater sein, damit ihr euch euer Budget einfach mal ausrechnen lassen könnt, beziehungsweise dass ihr mal darüber sprecht, wie groß euer Budget überhaupt sein kann für die Immobilie. Ihr schaut vielleicht jetzt schon ein wenig auf den Immobilienportalen rum, aber ich weiß, das Thema Immobilien ist auch immer so ein emotionales Thema und der ein oder andere Kunde greift manchmal ein wenig zu hoch ins Regal. Ja, das heißt, es werden Immobilien angeschaut, die einfach nicht zum persönlichen Budget passen. Und eine Faustformel, die wir immer sagen, ist, dass ihr bis zur Rente fertig sein solltet. Und dementsprechend muss natürlich das Budget an eure finanziellen Bedürfnisse bzw. an eure finanziellen Verhältnisse angepasst sein. Der nächste Schritt ist dann, wenn ihr mit dem Finanzierungsberater oder mit der Bank gesprochen habt, auf Immobiliensuche zu gehen. Das heißt, ihr sucht euch eure passende Immobilie und ja, ich weiß, aktuell ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe viele Suchkunden in der Liste, ja, also Kunden, die aktuell Immobilien suchen und viele suchen auch schon länger als ein halbes Jahr oder länger als ein Jahr. Einige rufen mich an und suchen schon seit ein paar Jahren. Zum Thema Immobiliensuche habe ich ja tatsächlich auch ein Video mal gemacht. Das war eins meiner ersten Videos. Das heißt Immobiliensuche, 7 Tipps. Das verlinke ich euch auch mal direkt hier oben. Ich werde dazu aber in Zukunft nochmal eine Aktualisierung veröffentlichen, weil es sind einige Tipps im Laufe der Zeit doch nochmal hinzugekommen. Wenn ihr dann die passende Immobilie gefunden habt, dann braucht ihr die Unterlagen. Weil die Bank braucht Unterlagen, um zu prüfen, ob ihr eine Finanzierung bekommen könnt. Das heißt, einmal braucht die Bank eure persönlichen Bonitätsunterlagen und die Bank braucht die Objektunterlagen. Das sind so immer zwischen 20 und 30 Unterlagen in der Regel und ihr bekommt von der Bank bzw. von eurem Finanzierungsberater eine Checkliste und die Checkliste könnt ihr einfach abarbeiten. Ganz wichtig, auch dazu habe ich schon Videos veröffentlicht, ihr müsst tatsächlich jede Unterlage, die gefordert ist, auch beifügen. Wenn eine Unterlage fehlt, prüft die Bank nicht. Da drücken die auch kein Auge zu. Ich habe es schon erlebt, dass tatsächlich Immobilienfinanzierungen geplatzt sind, weil einfach Unterlagen nicht mehr auffindbar waren und die Bank unbedingt gesagt hat, das brauchen wir. Wenn ihr dann alle Unterlagen zusammen habt, dann geht ihr zu eurer Bank, gebt die Unterlagen dort ab oder ihr könnt es natürlich auch so machen, wir sind ja mittlerweile in der digitalen Zeit angekommen, so läuft das jedenfalls bei uns ab, ihr scannt die Unterlagen mit dem Handy ein oder fotografiert diese Unterlagen einfach ab und ladet die dann bei uns ins System hoch. Wir prüfen die Unterlagen vor und übermitteln die dann entsprechend der Bank. Das ist jetzt bei uns der Ablauf. Wenn die Bank dann die Unterlagen vorliegen hat, dann prüft die den Fall. Und im besten Fall bekommt ihr dann eine Finanzierungsbestätigung bzw. den Kreditantrag unterschrieben. Und dann folgt Zug um Zug der Termin beim Notar.
Und den Termin beim Notar, da wird dann der Kaufvertrag unterschrieben, weil es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ihr beim Notar einen Kaufvertrag unterschreiben müsst, beziehungsweise der Notar setzt den Kaufvertrag auf und dann wird er dort unterschrieben und notariell beurkundet. Erst dann ist der Immobilienkauf gültig. Dann wird das Ganze im Grundbuch eingetragen. Es wird ein Zahlungstermin festgelegt. Die Bank überweist dann das Geld. Wie gesagt, das ist jetzt alle Experten, die jetzt zuschauen. Das ist eine ganz einfache, pragmatische Darstellung. Ich weiß, es kommen beim Notar und da sind noch ein paar Zwischenschritte notwendig. Nur der Verbraucher soll einen einfachen Überblick bekommen, wie läuft denn so eine Immobilienfinanzierung und ein Hauskauf ganz einfach ab. Wenn dann gezahlt ist, seid ihr die glücklichen Gewinner, wollte ich schon sagen. Ja, ihr seid die glücklichen Gewinner. Ihr habt das Haus, ihr habt das Eigenheim erworben oder das Investitionsobjekt und dann seid ihr noch nicht ganz die Eigentümer, weil bisher ist dann die Bank natürlich noch der Eigentümer, bis ihr das Haus dann abbezahlt habt. Aber so ist der ganz einfache Ablauf einer Immobilienfinanzierung, eines Hauskaufes. Und jetzt verweise ich nochmal hier direkt auf die Playlist zu den Basics. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.